Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe hier meinen Kaffee und ich habe so ein bisschen Zimt oben drauf gemacht, weil ich Zimt liebe und Herbst und Winter liebe und das mich glücklich macht. Und in diesem Video soll es darum gehen, mich glücklich zu machen. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch. Ich fange mal von vorne an. Ich wollte heute eigentlich einen ganz normalen Tag haben, einen Vlog drehen, produktiv sein, produktiv in die Woche starten. Mir kam meine Periode dazwischen und mir geht's nicht gut. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich habe Augenringe, ich habe mir ein bisschen Concealer drauf gemacht, weil es nicht schön war und ich mir dachte, vielleicht fühle ich mich dann ein bisschen besser. Ich bin müde, ich habe Stimmungsschwankungen des Todes, ich habe null Bock auf irgendwas. Ich bin so lustlos, mir geht's so kacke. Es ist einfach komplett ein hormonelles Chaos und ich muss sagen, ich habe selten Monate und Perioden, wo es so schlimm ist. Also normalerweise habe ich echt eigentlich Glück und ich habe mal so einen Tag, wo ich so sage, oh, heute ist irgendwie nicht so ganz mein Tag und ich bin ein bisschen moody, aber es ist jetzt nicht dramatisch. Und dieses Mal ist es ein absolutes Chaos. Ja, also habe ich mich gefragt, was zum Teufel mache ich wegen meines Videos heute? Wie soll ich so total happy und fröhlich einen normalen Vlog drehen? Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, das hier gehört doch dazu. Das hier sind doch Tage, die ganz viele von uns mal haben und die aber selten so gezeigt werden. Und dann habe ich mir gedacht, drehe ich heute trotzdem einen Vlog. Und zwar darüber, was ich tue, wenn ich mich mal so richtig scheiße fühle während meiner Periode. Oder auch zum Beispiel während PMS. Manche haben es ja zum Beispiel während ihrer Periode nicht so krass, aber haben total krass PMS. Also so quasi in den Tagen oder der Woche vor der Periode. Das hatte ich auch eine Zeit lang. Als ich die Pille frisch abgesetzt habe, hatte ich richtig krasses PMS. Darüber habe ich, glaube ich, damals auch Videos gemacht. Das hat sich dann aber wieder eingependelt. Ja, aber ich dachte, ich nehme euch heute mal bei meinem Tag voller Stimmungsschwankungen, Bauchkrämpfe, Lustlosigkeit mit und lasst euch daran teilhaben, was ich tue, damit es mir besser geht. Beziehungsweise um das Beste aus diesem blöden Tag zu machen und bringe ein bisschen Realismus rein und zeige mich auch mal in Momenten, wo ich normalerweise wahrscheinlich nicht die Kamera anmachen würde. Also Prost darauf, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Ich habe einfach schon den ganzen Tag richtig Lust auf Kaffee und ich weiß eigentlich, sagt man glaube ich, dass Koffein nicht so gut sein soll während seiner Periode wegen so Bauchkrämpfen und sowas, aber ich habe diesmal nicht so starke Krämpfe. Ich habe hauptsächlich Stimmungsschwankungen und ich persönlich glaube daran, dass man an solchen Tagen einfach das machen sollte, worauf man Bock hat. Und deshalb verbiete ich mir auch keinen Kaffee. Darauf Prost und ich trinke jetzt meinen zweiten Kaffee heute. Mal gucken, vielleicht wird es auch noch ein dritter. Was ich schon mal sagen kann, was ich an solchen Tagen auf jeden Fall immer versuche zu machen. Manchmal hat man ja nicht das Glück, dass man sich an diesen Tagen frei nehmen kann, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt das Glück, dass meine Periode quasi auf das Wochenende gefallen ist, sodass ich halt keine Uni hatte. Und heute ist Montag und heute habe ich auch keine Uni. Die ganze restliche Woche habe ich Vorlesungen, also ab morgen komplett die ganze Woche. Eigentlich hatte ich heute ja auch einige Dinge auf meiner To-Do-Liste und ich werde sie einfach im Laufe der Woche machen müssen, auch wenn die Woche schon recht voll ist. Aber ich nehme mir das jetzt raus, weil ich hätte heute wirklich kaum was auf die Reihe bekommen. So lustlos bin ich und so keinen Bock habe ich auf alles. Ich glaube, meine Perioden-Moods werden quasi von meinem derzeitigen Stress irgendwie noch verstärkt. Das haben mir auch einige von euch geschrieben. Es ist zwar auch viel positiver Stress dabei wegen dem Umzug, aber es ist halt einfach so viel zu tun und es steht ständig irgendwas an und ständig muss irgendwelche Mails geschrieben werden oder um irgendwas muss sich gekümmert werden. Und ja, ich glaube, das verstärkt einfach so diese krasse Lustlosigkeit, die ich momentan habe, weil ich eigentlich so viel zu tun habe, aber ich glaube, mein Körper sagt so, hey, jetzt mal nicht. Und ich glaube, ich muss da einfach auf meinem Körper hören. Deshalb mache ich heute Dinge, auf die ich Bock habe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es euch immer geht, wenn ihr eure Tage habt. Habt ihr das so richtig krass immer? Habt ihr dann auch immer so Stimmungsschwankungen? Fühlt ihr euch schlecht? Oder seid ihr da total entspannt? Merkt es kaum? Bei mir ist es mal so wirklich komplett unterschiedlich. Aber ich weiß, dass ganz viele das auch richtig schlimm haben. Es ist so scheiße und es wird so unterschätzt. Und ich habe das Gefühl, wir müssen uns da mehr gegenseitig unterstützen und das normalisieren und darüber sprechen. Deshalb sage ich jetzt einfach mal so raus. Viele sagen ja immer, dir geht's doch so gut, warum beschwerst du dich und so weiter. Aber hey, ich habe meine Tage und ich habe eine scheiß Laune gerade und ich darf mich auch mal beschweren. So, ihr dürft euch auch beschweren, selbst wenn eigentlich alles sonst super ist. Ich meine, ich habe gerade wirklich mich überhaupt nicht zu beschweren eigentlich. Ich freue mich extrem auf unseren Umzug. Ich habe die nächsten paar Monate gar nicht so viele Vorlesungen. Es steht zwar auch mega viele andere Sachen an und ganz viele Prüfungen und wichtige Sachen sind nah, aber ich habe mich im Prinzip nicht zu beschweren und normalerweise würde ich das auch nicht. Aber an solchen Tagen wie heute kann ich mich auch mal einfach hinsetzen und sagen, heute geht's mir mal scheiße und das ist auch okay.
Und ich finde das wichtig, dass man das so machen kann. Und dass man da so zulässt auch mal. Wisst ihr, ich glaube, viele sagen immer so, wenn es euch schlecht geht, dann müsst ihr euch fertig machen und rausgehen und was dagegen tun und so. Und für viele mag das vielleicht auch funktionieren. Und ich sage auch nichts Negatives dagegen. Aber ich habe das Gefühl, bei mir persönlich muss ich es auch manchmal einfach zulassen. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich so eine krasse Lustlosigkeit empfinde, dann ist das doch irgendwo ein Zeichen von meinem Körper dafür, dass ich vielleicht mal ein bisschen runterfahren muss. Und deshalb nehme ich das jetzt einfach an und lege einfach ab morgen wieder richtig los. So, jetzt habe ich echt viel darüber gelabert. Ich trinke jetzt meinen Kaffee mit Zimt. Und was ich aktuell mache, ich zeig's euch. Erstmal beobachte ich Coco, weil sie sich die ganze Zeit voll witzig verhält irgendwie. Außerdem gucke ich wieder Gilmore Girls. Ich habe wieder mit Gilmore Girls angefangen. Das ist irgendwie so eine Herbstsache, oder? Sowas guckt man einfach im Herbst. Man guckt einfach Gilmore Girls, weil es einfach so eine Herbstsendung ist. Die trinken die ganze Zeit Kaffee. Jetzt gerade schneit's. Das ist so toll. Ich liebe Gilmore Girls. Ich liebe es wirklich. Ja, und da habe ich jetzt gerade mit der ersten Staffel wieder angefangen, irgendwie vor 2 Tagen. Und jetzt gucke ich heute Gilmore Girls. Und das wird ein großer Teil meines Tages sein heute. Es ist wie, als würde sie wissen, dass sie sich heute mal lieber auf meinen Bauch legen soll, ne? Wärmst du mich ein bisschen, Bubu? Tiere kuscheln ist auch immer eine gute Idee, falls man welche hat. Ich sitze gerade am Fenster. Irgendwie ist es so laut, aber es regnet. Regen kann so entspannend sein. Und ich wollte ein bisschen frische Luft schnappen. Aber es ist immer ganz schön laut, deshalb filme ich selten mit dem offenen Fenster hier, weil wir an einer sehr lauten Stelle wohnen. Aber bald ja nicht mehr. Krass, ey. Ich glaube es gar nicht, dass wir schon bald hier wegziehen irgendwie. Ich will jetzt nur noch 5 Wochen. Unsere Hausverwaltung war übrigens da letztens. Und jetzt haben wir auch schon einen Termin für die Besichtigungen und so. Und jetzt geht alles echt schnell. Ich schnappe jetzt noch ein bisschen frische Luft. Ich liebe ja eigentlich Regentage irgendwie. Aber ich liebe eigentlich auch Herbst und Winter. Da bin ich, glaube ich, auch nicht so der Normalfall. Aber heute ist echt der perfekte Tag für einen Regentag. Mir geht es nämlich ähnlich wie dem Regen. Update, ich schaue immer noch Gilmore Girls. Und ich überlege gerade, was ich heute Abend essen will. Und habe aus irgendeinem Grund richtig, richtig Bock auf diese vegetarischen Plant-Based Nuggets von Burger King, die wir letztens getestet haben. Die waren so geil, die waren so eine geile Alternative. Und irgendwo habe ich es gesehen und kennt ihr jetzt, wenn man irgendwas irgendwo sieht und dann so instant Bock drauf bekommt. Und jetzt überlege ich, ob ich mir die zum Essen hole. Ja, das ist mein 3. Kaffee. In der Tat. Kleines Update von mir. Ich habe meine Haare nach hinten gemacht und habe gegessen. Und habe sogar noch im Kühlschrank einen Kalippo gefunden. Ich hatte letztens ein paar Freunde da und die haben Kalippo mitgebracht und da ist eins übrig geblieben anscheinend. Ich habe es gerade gefunden und jetzt esse ich es. Und außerdem fällt mir gerade auf, dass ich unbedingt meine Augenbrauen nachfärben muss. Mache ich vielleicht mal morgen oder vielleicht mache ich mir das später noch. Wir können das heute Abend noch machen. Ein erneutes Update von mir. Ich habe entschieden, heute noch was einigermaßen Sinnvolles zu fabrizieren und damit meine ich, ich färbe meine Augenbrauen, weil die dringend mal wieder nachgefärbt werden müssen und ich dann viel weniger machen muss. Und Coco ist auch dabei. Weil ich meine Augenbrauen eh zu Hause färbe, färbe ich die halt immer auch recht regelmäßig. Ich habe diese Farbe seit, Alter, so vielen Jahren. Ich habe die wirklich schon so lange. Und es hält so lange. Deshalb mache ich das einfach richtig regelmäßig. Und ja, da muss ich immer richtig wenig nur mit meinen Augenbrauen machen. Und mache dann immer nur noch so ein Augenbrauen-Gel quasi drauf, um die so in place zu halten. Und denen nochmal so ein bisschen mehr Fülle zu geben. Aber prinzipiell zeichne ich die dann gar nicht mehr so krass nach, ne Coco? Ich will jetzt auch nicht meine Haare mitfärben, also mache ich die mal kurz hoch. Ich habe heute so viel Gilmore Girls geguckt, aber ich bin auch schon wieder so übertrieben süchtig danach. Ich kann es einfach nicht lassen. Es ist einfach wie Friends. Das ist wirklich einer meiner Tipps für solche Tage, sich so einer von diesen richtigen Klassiker-Serien, die man immer wieder gucken kann, anzugucken. Dazu gehört Gilmore Girls, Friends, definitiv zum Beispiel. Und noch bestimmt ganz viele andere, je nachdem, was ihr gerne so für Serien guckt. Aber das macht einen richtig glücklich, mal wieder so alte Serien zu gucken. Ich habe eh so ein schlechtes Seriengedächtnis und Filmgedächtnis. Ich kann richtig oft Filme mehrmals gucken, weil ich schon wieder vergessen habe, was überhaupt passiert ist. Ja, morgen geht's wieder los mit der Uni. Morgen muss ich wieder top fit sein. Ich werde wahrscheinlich immer noch ein bisschen langsamer sein als normal eventuell. Ich habe das Gefühl, meine Tage sind auf jeden Fall noch nicht vorbei morgen. Immerhin bin ich dann aus dem Haus und deshalb wahrscheinlich auch ein bisschen produktiver. Und das wird dann bestimmt gut. Ich versuche positiv zu bleiben, wie ihr merkt. Um mir einzureden, dass morgen ein guter Tag wird. Jetzt ist mittlerweile auch zu Hause. Ich habe mich schon gefragt, wie viele Folgen Gilmore Girls ich heute geguckt habe. Und ich konnte es ihm nicht sagen, weil ich es einfach auch selbst nicht wusste. Er wusste auch, dass heute so ein Tag werden würde. Als er
er zur Arbeit gegangen ist. Also Top-Tipps für Perioden, Stimmungsschwankungen, PMS-Tage. Top-Tipp Nummer 1, macht das, worauf ihr Bock habt. Nehmt euch wenigstens ein bisschen Zeit, das zu machen, worauf ihr Bock habt. Ob es eine Serie ist, die ihr mal wieder gucken wollt oder weiter gucken wollt. Ich sehe gerade crazy aus. Es tut mir leid. Ob es ein bestimmtes Essen ist, ob es, weiß ich nicht, irgendwas zocken ist, ob es was weiß ich ist, ein Buch lesen. Nehmt euch Zeit, was zu machen, worauf ihr wirklich Bock habt. Gönnt euch auch mal ein bisschen Auszeit. Esst was Leckeres. Wenn ihr einen Kaffee mehr trinken wollt als sonst, trinkt einen Kaffee mehr als sonst oder trinkt einen Tee. Macht einfach, worauf ihr Bock habt. Ich persönlich glaube daran, dass das die beste Medizin für solche Tage ist. Und wenn ihr leider ganz viel zu tun habt und das nicht mehr Zeit einzuräumen ist, tut mir das unendlich leid. Aber ich hoffe, dass ihr euch wenigstens vielleicht am Abend oder so ein bisschen Zeit nehmen konntet für euch, was machen konntet, worauf ihr Lust hattet. Mir geht's schon ein bisschen besser als heute Morgen. Doch, würde ich schon sagen. Willkommen im Badezimmer. Ich muss meine Augenbrauen abwaschen, bevor ich schwarze Augenbrauen habe. Sieht das aber auch übrigens nur so krass aus. Es wird gleich nicht so krass sein. Me-Time ist auch ein guter Tipp. Ein bisschen Me-Time machen. Eine Maske, eine Haarmaske oder irgendwie sowas. Ich habe erst vor 2 Tagen oder so eine Haarmaske und eine Maske gemacht. Deshalb habe ich das heute nicht gemacht. Jetzt nochmal das Gesicht waschen. So, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Also in dem Licht sieht es ein bisschen falsch aus, aber ich glaube, das liegt an dem ungünstigen Licht von oben in diesem Badezimmer immer. Jetzt mein Peeling. Das ist übrigens nicht so ein klassisches Peeling, sondern so etwas, was man einwirken lässt und was die Haut dann so von alleine quasi so anregt, um sich selbst zu peelen quasi. Voll cool. So, ich lasse jetzt kurz einwirken, dann kommt noch Creme drauf und dann bin ich ready für heute Abend. Guten Morgen, es ist ein neuer Tag. Ich habe mich fertig gemacht. Ich habe trotzdem noch meine Tage und trotzdem noch nicht allzu viel Lust auf den heutigen Tag in der Uni. Aber wir machen das Beste draus. Heute müssen wir uns wieder ein bisschen zusammenreißen, weil es muss ja auch mal irgendwann weitergehen. Danke übrigens für eure ganzen Tipps zu den Doc Martens einlaufen. Ich werde auf jeden Fall das mal alles ausprobieren, weil ich kann sonst die wirklich niemals tragen. Das ist echt so ein Horror. Die anderen hier, die ich hier habe, diese hier. Bei denen war das nicht bei weitem so schlimm. So, ich habe mein Portemonnaie, mein Wasser, mein Laptop. Ich glaube, ich habe alles. Kann losgehen zur Uni. Hi. Ich bin wieder zurück aus der Uni und bin sogar schon im Bett, obwohl es eigentlich erst 20.30 Uhr ist oder so und wir auch noch nicht schlafen. Aber ich habe entschieden, meinen Abend heute im Bett zu verbringen, weil der Tag lang war und ich müde bin. Und ich werde wahrscheinlich früher oder später sowieso einschlafen und dann kann ich auch einfach im Bett liegen und ein bisschen Gamer Girls gucken. Ich habe übrigens neue Bettwäsche geholt. Oh, guck, ich wollte gerade die Bettwäsche zeigen. So sieht die aus. Die ist von H&M. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Wenn ja, verlinke ich sie mal unten, weil die war recht oft ausverkauft und ich musste immer so reinsneaken, um zu gucken, ob sie wieder da ist. Ja, aber die ist von H&M, weil mich da immer ganz viele nachfragen. Magst du sie auch? Ja, oder? Hi. Nee, jetzt spielt gerade Pokémon. Sag mal hallo. Hey. und ich habe gerade diese Apple-Conference-Dingens geguckt. Mit den neuen iPhones, die vorgestellt wurden und so weiter. Bin aber irgendwie noch nicht ganz durchgestiegen. Und muss mir jetzt morgen, glaube ich, noch mal ein bisschen was durchlesen. Bezüglich, was sich da jetzt so genau alles verbessert hat und verändert hat. Ja. Und ich bin müde. Und, willst du auch irgendwas sagen? Okay. Hallo, es ist ein weiterer Tag, der nächste Tag. Ich habe gerade dieses Video hier geschnitten. Meine Tage sind endlich so gut wie vorbei und ich fühle mich auch schon viel besser. Meine Energie ist wieder viel höher. Ich kann irgendwie wieder besser funktionieren, glaube ich. Ja, ich habe heute erst ab 14 Uhr Uni, deshalb habe ich jetzt vormittags noch Zeit gehabt, das Video zu schneiden und alles dafür fertig zu machen. Und ich wollte nur noch mal sagen, dass ich hoffe, dass euch dieses etwas andere, aber sehr realistische Video gefallen hat. Und dass ich mich sehr bei einem Daumen nach oben dafür freuen würde, falls es euch gefallen hat. Damit YouTube einfach weiß, dass ihr meine Videos mögt und dass sie euch auch angezeigt werden. Und darüber würde ich mich einfach super freuen. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Ich gucke immer die ersten paar Tage. Eigentlich lese ich eigentlich immer alle Kommentare. Ja, schaut auch gerne noch bei Instagram vorbei. Da nehme ich euch ja auch täglich mit. Und dann sehen wir uns zum nächsten neuen Video. Ciao!